Liebe Gisela, liebe Freundinnen und Freunde von Anne Klein, liebe Barbara, liebe Parvati Madhapa, liebe Gäste, noch einmal ganz, ganz herzlich willkommen zur heutigen Preisverleihung des Anne Klein Frauenpreises. Es ist erst oder schon 5 Jahre her, als mir Anne Klein von ihrer Idee erzählte, einen Frauenpreis zu stiften und ihn mit der Heinrich-Böll-Stiftung zu verknüpfen. Ich war sehr gerührt und natürlich auch sehr angetan und voller Freude, dass Anne Klein ihr jahrzehntelanges frauenpolitisches Engagement mit der feministischen und geschlechterpolitischen Arbeit und insgesamt mit der internationalen Arbeit der Stiftung verbunden sehen wollte. Anne hat die Jury, Renate Künast, Michaele Schreier, die leider heute nicht bei uns sein kann, Thomas Herrendorf und Jutta Wagner, und mich noch ausgewählt. Wir alle sehen uns als Treuhänderin von Annes Wunsch, mit dem Preis couragierte Frauen zu würdigen und vor allem auch herausragende frauenpolitische Initiativen ganz konkret im Hier und Jetzt zu unterstützen. Und ich glaube, es ist uns mit dem Anne-Klein-Frauenpreis in den letzten 5 Jahren ganz gut gelungen. Der Preis hat sehr schnell eine große Resonanz gefunden und er wirkt in vielerlei Hinsicht. Lassen Sie mich deshalb kurz ein wenig von den bisherigen 4 Preisträgerinnen des Anne-Klein-Frauenpreises erzählen. Nivedita Prashad, Sie haben sie gerade in dem Film gesehen, war die erste Preisträgerin. Nita hat den Preis unter anderem für ihren Einsatz gegen eine Form der modernen Sklaverei bekommen, die sich vor unserer eigenen Haustür oder besser gesagt dahinter abspielt. Die Ausbeutung der Hausangestellten in Diplomatenhaushalten. Dieses Thema hat Nita bekannt gemacht und sie hat geklagt und erfolgreich geklagt gegen diese Form der Ausbeutung und der Sklaverei. Dieser Einsatz gegen moderne Sklaverei verbindet unsere erste, auch denke ich, mit unserer heutigen Preisträgerin Gisela Burkhardt. Nivedita steht der Heinrich-Böll-Stiftung seit dieser Zeit sehr nahe und wir haben einige gemeinsame Projekte miteinander auf die Beine gestellt. Herausragend war die Konferenz im Jahr 2013 zu Feminism of Color in Deutschland, den Frauen, Trans- und Interpersonen selbst organisiert mit mehr als 100 Teilnehmerinnen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung ausgerichtet haben. Der zweite Anne-Klein-Frauenpreis ging an die mitreisende serbische Aktivistin und Intellektuelle Leba Mladenovic. Lepa setzt sich seit Jahrzehnten für die Rechte von Frauen und Menschen mit sexueller Identität jenseits der Mehrheitsnormen ein. Unser Regionalbüro der Heinrich-Böll-Stiftung arbeitet nach wie vor mit Lepa ganz eng zusammen. So sind seit der Verleihung des Preises in Serbien verschiedene Projekte entstanden, darunter die Broschüre Speaking Ourselves zu Coming Out und Gewalt in homosexuellen Partnerschaften sowie 2 große Aufklärungsprojekte im Bildungsbereich zur Qualifizierung von Lehrkräften zum Thema sexuelle Identitäten und das in einem Land wie Serbien, das Schwule, Lesben, Trans- und Interpersonen ganz massiv verfolgt und bedroht. Die dritte Preisträgerin ist Imelda Marufo aus Ciudad Juarez an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze. Imelda hat den Preis für ihren Kampf gegen Frauenmorde und Straflosigkeit bekommen und sie hat mit diesem Preis eine ungeheure große Öffentlichkeit in Mexiko erzielen können. Alle bedeutenden mexikanischen Medien, darunter auch so etwas wie der mexikanische Spiegel, haben über die Preisverleihung berichtet. Mehr noch, und das glaube ich, war auch ganz stark Annes Anliegen, Imelda hat den Menschenrechtspreis von Mexiko-Stadt bekommen und dieser Preis ist für eine Frau, die sich in einem sehr bedrohlichen Umfeld engagiert, ein richtiger Schutz für sie selbst und für ihre Mitstreiterinnen. Denn wir erleben täglich Gewaltverbrechen gegen Frauen, gegen Männer
Und Imelda mit ihren Mitstreiterinnen ist eine derjenigen, die sich gegen fast hundertprozentige Straflosigkeit, was Morden anbetrifft, in Mexiko zur Wehr setzt. Und schließlich ein paar Worte zu unserer letztjährigen Preisträgerin. Nebahat Akkoç aus Japakir wurde letztes Jahr für ihren aktiven Widerstand gegen staatliche und häusliche Gewalt, für die Verteidigung der Menschenrechte und Rechte der Frauen ausgezeichnet. Sie hat uns Folgendes anlässlich der heutigen Preisverleihung berichtet, Zitat: Der Preis war sehr vorteilhaft, um auf die Arbeit zu Frauenthemen und zur Arbeit zu Lesben, Schwulen, Trans- und Interpersonen in der Türkei aufmerksam zu machen. In allen Provinzen, in denen wir aktiv sind oder Kooperationspartner haben, gibt es ein erhöhtes Interesse an diesen Themen. Die türkische Regierung reagiert aber leider eher mit Wut auf so einen Preis. Dazu kommt noch dieser bedauerliche, erbarmungslose Krieg. Wir versuchen, am Leben zu bleiben, gegen die Gewalt anzukämpfen und der leidenden Bevölkerung vor Ort eine Stütze zu sein. Ja, liebe Anne, du wirkst mit deinem Preis. Dieser Preis macht Frauen Mut, gibt ihnen Energie für Frauenrechte, gegen Gewalt gegen Frauen, für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und gegen jede Form der Diskriminierung zu kämpfen. Und das gilt für alle Frauen und für viele, viele Millionen auf der Welt unter vielfach sehr bedrohlichen Bedingungen. Unrecht abschaffen, den Zugang zu Recht möglich machen, das war Annes größtes Anliegen. Und dieses Ziel verfolgt auch Gisela Burkhardt, die wir heute als fünfte Preisträgerin ehren und würdigen wollen. Ihr Hauptaugenmerk richtet sich seit einigen Jahren auf die Arbeits- und Lebenssituation von Textilarbeiterinnen, vor allem in Bangladesch und in Indien. Sie streitet gemeinsam mit indischen NGOs wie zum Beispiel Chividep für das Recht der Frauen auf faire und existenzsichernde Arbeit. Und ich freue mich, dass eine Vertreterin von Cividep, Parvati Madappa, heute ebenfalls Gast bei uns ist. Gisela, du hast dir gewünscht und wir haben es möglich gemacht, dass du mit denen du vor Ort kämpfst für diese Rechte, hier heute auftreten kannst. Und wir werden nachher auch ein moderiertes Gespräch mit beiden führen. Die politischen und sozialen Rechte von Textilarbeiterinnen zu stärken, das ist das eine und das ist das Dringliche. Es geht dabei leider immer noch viel zu oft um Leben und Tod. Wir haben es erlebt mit den einstürzenden Gebäuden in Bangladesch, mit den brennenden Fabriken in Pakistan. Das andere, ebenso Dringliche, ist, dass wir, die Konsumentinnen und Konsumenten, endlich mit Verantwortung für die sozialen und menschenrechtlichen Folgen unseres Konsums von Kleidung übernehmen. Denn hinter billig und dem schönen Style verbirgt sich das hässliche Gewand der Ausbeutung. Für unsere Mode müssen Millionen Textilarbeiterinnen unter menschenunwürdigen Bedingungen schuften. Nicht nur in Süd- und Südostasien, nein, auch hier in Europa, vor allem in Rumänien und Bulgarien, produzieren Frauen weit unter dem Mindestlohn für Hugo Boss und andere deutsche Labels. Gisela Burkhardt ist eine derjenigen Akteurinnen, die diese Zusammenhänge der Produzentinnen und der Konsumentinnen herstellt. Sie versteht sich als Brückenbauerin zwischen Konsumentinnen in Europa und den produzierenden Frauen, besonders in Indien und Bangladesch und ich hoffe zukünftig auch in Kambodscha. Wir haben uns gestern darüber unterhalten, dass unser Büro sehr gerne auch mit Gisela und Femnet, ihrer Organisation, kooperieren möchte, weil eins ist klar, die Karawane der Textilfirmen zieht weiter und zwar immer dorthin, wo es gerade
am günstigsten ist und wo vor allem Arbeitnehmerinnenrechte komplett am Boden liegen oder gar nicht entwickelt sind. Ganz im Sinne Anne Kleins sagt Gisela, Zitat, Frauen sind nicht nur Opfer, sondern können auch stark sein. Das müssen wir fördern. Und genau das tust du, liebe Gisela, mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern hier in Deutschland, in Europa, in Bangladesch und in Indien. Gisela entwickelt gemeinsam mit Gewerkschafterinnen Programme, streitet mit Politikerinnen für Transparenz und Haftungsregeln von Unternehmen und führt den Dialog mit Fabrikbesitzern und Modeketten. Gisela und Femnet wenden sich an die Hochschulen, die die Designer und Manager von morgen ausbilden. Und mit all diesen Aktivitäten verfolgt Gisela mit ihren Mitstreiterinnen das Ziel, endlich ein Umdenken in der Branche zu fördern und hinzubekommen. Gisela geht es darum, die ungerechten Handelsbeziehungen zu verändern, unsere europäischen Konsummuster zu hinterfragen und endlich Unternehmensverantwortung einfordern. Und das, glaube ich, wird vor allem auch Renate thematisieren. Es braucht vor allem politisches Regelwerk, was die Unternehmensverantwortung, die häufig nur auf Freiwilligkeit basiert, dann auch endlich zu einem regelbasierten Momentum macht. All das sind, wie wir finden von der Jury, herausragende Gründe, den Anne-Klein-Frauenpreis an dich, liebe Gisela, heute zu vergeben. Wir sind überzeugt davon, dass dieser Preis dir, deinen Mitstreiterinnen von Femnet, deinen Mitstreiterinnen von der Kampagne für saubere Kleidung und den Frauen in Bangladesch und Indien Mut machen wird, Energie geben wird für den Einsatz für faire und existenzsichernde Arbeit, für die Rechte der Arbeiterinnen in der globalen Textilindustrie. Liebe Gisela, auch ich kann dir nichts anderes als mit der Jury gemeinsam, mit allen hier im Raum von ganzem Herzen wünschen, dass dir dieser Preis weiterhin Rückenwind gibt, dass er dir Mut macht, dass du kämpferisch bleibst. Und wir alle sind ganz tief überzeugt, dass du diesen Preis sehr verdient hast. Und lass dich heute feiern. Herzlichen Dank. Im Detail und noch viel mehr als das, was ich hier nur an der Oberfläche habe streifen können, wird nun Renate Künast in ihrer Laudatio sagen. Sie wird noch mal vertiefen, warum du diesen Preis mehr als verdient hast. Renate ist nicht nur in der Jury, sie war eine gute Freundin von Anne Klein. Renate ist als Politikerin, als Ministerin, als frühere und vor allem heute als Vorsitzende des Ausschusses für Verbraucherinnenschutz im Bundestag sehr prädestiniert, weil sie sich seit diese Laudatio zu halten, weil sie sich eben seit vielen Jahren auch politisch für Transparenz, für Haftung und so weiter, für Unternehmensverantwortung in der Textilindustrie einsetzt. Liebe Renate, wir freuen uns auf deine Laudatio für Gisela Burkhardt. Herzlichen Dank. Also bevor ich auf den Tisch haue und die Flasche hüpft. Liebe Gisela, liebe Barbara, liebe Parvati Madappa, liebe Freundinnen, liebe Gäste. Was ist das eigentlich gut angezogen? Wir bemühen uns doch eigentlich alle drum, oder? Denke ich. Und wenn wir alle hier im Raum uns überlegen, mal in uns horchen, was ist das gut angezogen? Gut, es gibt ein paar unterschiedliche Vorstellungen davon. Was fällt uns ein? Geschmackvoll, farblich und irgendwie im Schnitt zu uns passend.
Vielleicht fällt uns bei gut angezogen sogar ein, dass es zwingend mindestens ein Teil von einer etwas höherpreisigen Marke sein müsste. Unsere heutige Preisträgerin Gisela Burkhardt sagt da ganz einfach und glasklar, gute Mode muss es sein. Und dann sagt sie noch, gute Mode ist fair. Für sie geht also gut angezogen nur auf diese besondere Art und Weise. Nicht, was ihr denkt. Oder manche denken. Also, gute Mode ist fair, gut angezogen muss dieses Besondere haben, das Faire. Also irgendwie doch anders als das, was heute als Mode noch vorherrschend ist, oder? Obwohl wir uns natürlich alle für heute Abend noch mal besonders gemüht haben, ne? Fair aufzutreten. Wie geht denn Mode heute? Als allererstes geht Shopping immer schneller. Und die Jahreszeiten werden immer mehr. Ja, erst hatten wir 5. Frühling, Sommer, Herbst, Winter und den Karneval. Jetzt haben wir allein wenn ich auf den Frühling gucke, um mal auf den Anfang mich zu konzentrieren, haben wir den Vorfrühling, den Frühling, dann kommt der Vollfrühling und dann der Spätfrühling. Und für jede dieser Zeiten gibt es alle 2 Wochen irgendwie ein neues Sortiment oder Kollektion oder wie man das nennt im Laden. Und das muss man dann auch kaufen. Dann ist Rush Hour, die 2 Wochen sind um. Und in dieser Rush Hour eines Modediktats musst du von einer zur anderen. Da gibt es hier und da ein paar besondere Angebote. Hier und jetzt das Ganze mal in Ökobaumwolle. Und dann werden die Regale schnell leer gekauft. Das ist immerhin schon mal etwas. Also es ist etwas Bewegung drin in die richtige Richtung. Aber dieses kleine bisschen an Veränderung kann uns ja gar nicht drüber hinwegtäuschen, über die desaströse Situation, die es für die Arbeiterinnen in der globalen Produktions- und Lieferkette der Modeindustrie so gibt. Und spätestens seit Naomi Klein, wer erinnert sich, dieser dicke Schinken No Logo, kann es jede und jeder ja wissen. Oder seit dem Brand in der Fabrik in Tazrin kann es jede und jeder wissen. Oder seit dem Einsturz des Rana Plaza-Gebäudes in Dhaka in Bangladesch im April 2013 kann es auch eigentlich jede und jeder wissen. Wie die Bedingungen sind, kann jede und jeder wissen, dass man die Frage stellen muss, wie sind eigentlich die Bedingungen, unter denen das, was ich trage und was mir hilft, gut angezogen auszusehen. Wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen für die Menschen dort? Oder wer sind eigentlich die Menschen hinter diesen T-Shirts, Hosen, Hemden, Blusen, Kleidern? Wie arbeiten sie? Wie wohnen sie? Und wo bleibt in dieser ganzen langen globalen Wertschöpfungskette eigentlich das Geld hängen? Wissen können und wissen wollen ist ja nicht immer identisch. Aber auf der Strecke dazwischen, zwischen Wissen können und Wissen wollen, steht unsere neue Preisträgerin des Anne-Klein-Preises des Jahres 2016. Genau auf dieser Strecke. Da steht Gisela Burkhardt und kämpft für Transparenz, für Veränderung, für Fairness und damit wir nicht immer gut angezogen sind auf Kosten anderer. Wie ist sie dahin gekommen und was geht es ihr genau? Sie hat eigentlich was anderes studiert, nämlich Pädagogik, Französisch, Geschichte, Politikwissenschaften und dann die Promotion mit einem Blick auf die Erwerbsbiografien von Frauen in Ruanda. Und dann ist sie gereist durch viele Länder, in denen sie dann längere Aufenthalte hatte. Und ich glaube, einen anderen Blick auf die Welt geschafft hat für sich selber. Sie war in Nicaragua, in Pakistan, Afghanistan, Indien, im Iran, Malawi, Uganda, Senegal, Venezuela und Peru. Irgendeins habe ich bestimmt vergessen. Unterschiedlich lang. Und wie ich rausgefunden habe oder meine rausgefunden zu haben, ist sie selber der Auffassung, dass sie da unterwegs irgendwo Feministin geworden ist. Also sie schüttelt nicht den Kopf. Und hat dann später mit anderen zusammen den gemeinnützigen Verein Femnet gegründet. Ich will von diesem Weg 2 Zitate von ihr bringen, erwähnen. Das erste ist von Gisela: Ich kam nicht aus der Bewegung der Feministin, sondern aus der linken nach 68er Studentenbewegung. Feministin bin ich erst geworden, als ich in Pakistan lebte. Dort hat sie in Peshawar mit Flüchtlingen gearbeitet. Und der zweite Satz: Ich habe in meinem ganzen Umfeld erlebt,
wie Frauen als Arbeitstiere und Gebärmaschinen behandelt wurden. Das hat mich wahnsinnig wütend gemacht. Und ich glaube, so hat sie dann begonnen, die Rechte der Frauen auch zu ihrem Lebensthema zu machen, die Rechte der aller anderen Frauen zu ihrem Lebensthema zu machen und hat eben zum Beispiel Femnet gegründet und ist jetzt Vorsitzende und hat sich auf die internationale Textilindustrie konzentriert, mit einem Schwerpunkt auf Bangladesch und Indien, aber davon werden wir nachher auch im Gespräch auch noch mehr erfahren. Ich vermute, dazwischen lag eine Erkenntnis, dass alle Dinge und jede Medaille zwei Seiten haben. Die eine Seite einer Medaille ist ja die konkrete Situation der Frauen vor Ort, die dringend geändert gehört. Und da redet Gisela immer wieder vom Empowerment der Frauen, das nötig ist. Ein Beispiel, über das wir nachher noch was hören werden, ist die Aktion im indischen Bangalore, wo es mit Civitat, mit der Organisation, um Kindergärten in den Fabriken geht oder bei den Fabriken, um Kindern unmenschliche Situationen zu vermeiden und Frauen die Möglichkeit zu geben, erwerbstätig zu sein. Oder die Situation in Tamil Nadu, wo sehr junge Frauen in Spinnereien gelockt werden und quasi zu Leibeigenen werden. Hinter hohen Mauern und Stacheldraht Mode für uns produzieren. Zitat von Gisela: Beim Einsatz für die Arbeitsrechte ging es mir immer darum, das System der Ausbeutung dort und hier als zwei Seiten einer Medaille kenntlich zu machen. Dabei moralisiert sie gar nicht. Sie sagt, Barbara hat es schon mal angetippt, Frauen sind eben nicht nur Opfer, sondern sie können auch stark sein. Das müssen wir fördern. Also sie hat sich ein Packende gesucht. Aber es gibt noch eine ganz andere Seite der Medaille. Das eine ist ja das Empowerment, die Ermächtigung, die Veränderung der Situation für die einzelne Frau vor Ort. Und die andere Seite der Medaille, die ich wahrgenommen habe, das sind beim Engagement von Gisela die grundsätzlichen Beziehungen und Strukturen. Die Beziehungen zwischen Staaten, die Regeln, nach denen Handel getrieben werden. Die Prinzipien der internationalen Verträge. Das sind die gesetzlichen Regelungen, die Regierungen oder Unternehmen klare Rahmen vorgeben oder eben auch nicht klare Rahmen vorgeben. Seit 15 Jahren ist sie aktiv in der Kampagne für saubere Kleidung, auch bekannt unter Clean Clothes Campaign, damit der globale Wanderzirkus textiler Produktion sich eben nicht weiter im Verborgenen aufhalten kann und uns am Ende nur das Schöne zeigt, wenn gerade mal es vom Frühling zum Vollfrühling geht. Ihr Ziel sind also auch andere Strukturen und gesetzliche Rahmen. Was mir dabei auffällt, ist, sie geht niemanden aus dem Weg. Das prädestiniert sie ja auch für diesen Preis. Sie legt sich an mit Kick und Lidl, denen sie in Bangladesch Arbeitsrechtsverletzungen nachwies. Und dann bleibt sie da nicht stehen, sondern Clean Clothes Campaign, zu dem Femnet auch gehört, unterstützt dann die Klage der Verbraucherzentrale Hamburg gegen Lidl, damit Schluss ist mit der unwahren Behauptung, Mann, Lidl würde weltweit fair produzieren. Auch vor solchen berühmten Organisationen wie dem TÜV, von dem mancher eine Zeit lang geglaubt hat, der würde alles richtig machen. Ja, auch vor dem TÜV oder dieser Organization for Social Accountability macht sie nicht halt. Die werden nicht geschont, sondern es wird klargestellt, dass sie zwar vom öffentlichen Auftritt hochwertig scheinen, aber oftmals bei ihren Kontrollen und Überprüfungen nichts Relevantes sehen. Die Beweise nicht sehen, vor Ort quasi gekauft werden oder hinters Licht geführt werden. Und sie kann auch loben. Manchmal ist natürlich Lob schon durch eine Erwähnung erfolgt. Also wenn Gisela dann durchaus wiederholt sagt, dass positiv, dass 200 Unternehmen, davon 55 Deutsche, sich dem Bangladesch-Akkord angeschlossen haben. Das ist eine Vereinbarung nach Rana Plaza, nach dem Einsturz in dieses Gebäudes in Bangladesch, bei dem über 1000 Menschen gestorben sind und viele massive Verletzungen haben und heute Behinderungen haben. Also das ist die Vereinbarung, die da getroffen wurde, auch mit der EU, mit Bangladesch und der International Labour Organization, dass die Zulieferbetriebe offengelegt werden und alle ausnahmslos auf Statik und Feuerschutz zum Beispiel untersucht werden sollen. Auch ein großes Unterfangen, das noch gar nicht hundertprozentig umgesetzt ist, aber immerhin mal wieder
eine Regel, eine Vereinbarung, wo man dann sagen kann, jetzt gucken wir, ob du die einzelnen Stellen einhältst. Und Gisela Burkhardt, ja, fightet nicht nur bei solchen Dingen, sondern sie sagt dann auch, Hugo Boss ist nicht dabei. So viel zum Thema gut angezogen. Also falls einer versucht, gut angezogen zu sein, müsste er, falls er auf diese Marke setzt, erstmal eine Mail schreiben an Hugo Boss, nicht an uns. So viel also zur Markenkleidung. Und überhaupt die Lieferkette. Gisela konzentriert sich darauf und fordert auch, dass eins mit einem endlich Schluss ist, dass man nicht sagt, dort habe ich die Shirts bestellt, was dahinter ist, weiß ich leider nicht, sondern sie sagt, es gehört dazu, die Lieferkette als Unternehmen selber zu kennen. Und zwar bis ganz an den Anfang. Und jeweils zu wissen, welche Arbeitsbedingungen dort herrschen. Und nicht nur einfach den Auftrag irgendwo abzugeben und sich dann die Hände in Unschuld zu waschen. Ja, sie benennt Einzelne immer wieder auch Kick, das liegt aber an Kick. Wo sie beharrlich immer wieder fordert, zum Beispiel dann auch einen Beitrag endlich in den Entschädigungsfonds für Rana Plaza zu zahlen, wo sie aber auch, ich habe es vorhin schon gesagt, es geht um Arbeitsbedingungen dort und hier, dann sagt, hier gibt es im Einzelhandel übrigens auch Lohnsklaverei. Und dabei holt sie sich einen neuen Bündnispartner rein, hier jetzt zum Beispiel Verdi. Und wir sehen daran, es geht Gisela Burkhardt beileibe nicht nur um das Anprangern und das Demaskieren. Nein, die Verhältnisse sollen sich auch ändern. Und es sollen weitere Akteure mit reingeholt werden, reingesogen werden, damit es mehr werden, die sich wehren. Das habe ich verstanden beim Hinsehen. Nun, Gisela Burkhardt ist wirklich eine angesehene Expertin für den Textilsektor und deshalb wundert es uns gar nicht, dass sie inzwischen im sogenannten Steuerungskreis des Bündnis für nachhaltige Textilien des Bundesministers Müller ist. Da geht es auch wieder um strukturelle Veränderung, quasi um die Verankerung von Sozial- und Umweltstandards, auch durch die gesamte textile Produktions- und Lieferkette. Und obwohl es mich reizt, lasse ich jetzt mal all die Debatten beiseite, welche Grenzen dieses Bündnis selbst hat, weil es freiwillig ist, statt allgemeingültige Standards zu haben, weil es die Grenzen hat, weil es freiwillig ist und nicht sich beschränkt auf Deutschland und die Regierung sich nicht traut, klar zu setzen auf europäisch, weil im gesamten Binnenmarkt geltende Regelwerke zu setzen. Alles Dinge, die Gisela auch sieht, aber Gisela sieht auch eins, nämlich Chancen und Perspektiven und die fasst sie dann beim Schopf, bringt sich aktiv ein und ich weiß, sie hat einen guten Namen an dieser Stelle, sie bringt sich ein, weil das auch eine Andockstelle ist für Veränderung, die muss man nutzen, da muss man auch drin aufpassen und sie bringt ihren guten Namen ein, damit etwas herauskommt, weil es rauskommen muss und soll, weil es konkret um Situationen von Menschen geht. Gisela Burkhardt hat selber mal gesagt, das eine schließt ja das andere nicht aus. Und deshalb kann sie sich vor Ort für die Situation der Menschen, fürs Empowerment einsetzen. Sie kann sich für die andere Seite der Medaille der Strukturveränderung einsetzen, aber auch für freiwillige Initiativen, solange Bewegung drin ist. Und sie bleibt an anderen Fragestellungen ja auch hängen. Und ich will die einfach nochmal aufzählen, um die Systematik des Handelns, die mich begeistert hat, zu zeigen. Beispiele, ein paar Beispiele. So hat sie sich natürlich sofort auch eingesetzt für diesen freiwilligen Entschädigungsfonds für die Verletzten und Hinterbliebenen von Rana Plaza, verwaltet durch die ILO, die International Labour Organization, die ja einen Ruf hat und wo man auch weiß, die gucken hin und dahinter steckt eine weitere Struktur, eine Organisation, die man mal in Bangladesch implementiert, einführt. Also es gibt ja mehr Chancen für nachher. Da kämpft sie für, dass es die ILO ist, dass es eine finanzielle Ausstattung gibt. Ich habe es von vorhin schon angetippt. Aber es ist eben auch so, dass ihr die Freiwilligkeit nicht ausreicht, weil es nämlich darum geht, Rechte für Menschen zu normieren und zwar durch Regeln für Unternehmen. Und deshalb will sie eben nicht nur diese kleinen, ich sage freiwilligen Fonds, wenn tatsächlich die großen Verletzungen und Katastrophen eingetreten sind, sondern sie sagt ja, sie will strukturelle Veränderungen, Änderungen statt Almosen, die dann nur kommen, wenn der öffentliche Aufmerksamkeit gerade groß ist. Und so bleibt bei ihr immer die Forderung bestehen nach gesetzlichen Regelungen. Ein Werkzeug gegen das Versteckspiel so mancher Unternehmen. Und die auch von ihr bezeichneten notwendigen verbindlichen Regeln lauten für die EU Festschreibung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten, die Unternehmen für jede Stufe implementieren und gewährleisten sollen
und die Einführung einer Unternehmenshaftung. Beides gehört denklogisch zusammen. Dass du haften musst überhaupt und dich nicht immer exkulpieren kannst, ich weiß von nichts. Aber um haften zu können und zu sagen, für dieses Verhalten haftest du, musst du natürlich vorne die Sorgfaltspflichten präzisieren. Welche sind das, die konkreten? Es gibt ja im UN, der UN-Menschenrechtsrat hat ja schon Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte als unternehmerische Sorgfaltspflichten formuliert, aber die sind eben auch noch freiwillig. Und so fordert Gisela Burkhardt die Politik auf, den Rahmen konkret zu definieren, in den rein eine globale Textilproduktion gehört, wenn sie schon stattfindet. Das sind aber dann auch nicht nur diese Haftungsregeln, sondern es geht um verpflichtende Rückverfolgbarkeit und Transparenz. Liebe Gisela, das trifft sich gut. Ich habe da gerade einen passenden Antrag fertig. Ein Modell, um hinzuschauen, ob die Angaben stimmen, die dann in einem Rückverfolgbarkeitssystem angegeben werden. Zum Beispiel, indem wir dann mit Frauen, die vor Ort arbeiten, ob in Bangladesch oder mit Parvati in Indien, die Rückkopplung haben oder selber schauen gehen und gucken, ob die Regeln eingehalten werden. Womit wir dann aber schon bei Giselas Forderung mit Blick auf die Verbraucher wären, da sagt sie nämlich auch und hat die Erwartung und fordert auf, dass wir lernen und das praktizieren, genau hinzuschauen. Die Erwartung ist ja auch da, schaut hin, was er kauft, fragt nach. Und man könnte ja mit Gods und Fair Wear Foundation schon mal anfangen. Das ist ja als Kennzeichnung auf dem Markt. Also wir sehen an alledem eine Vielzahl von Arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen und miteinander verzahnt. Wir wissen, nichts davon ist wirklich einfach, weil es ja darum geht, etablierte Strukturen und Wertschöpfungsketten und Stellen zu verändern. Und so lautet das Credo, das ich von Gisela gefunden habe, man muss auch Widerstand aushalten können. Einfacher gesagt als getan. Aushalten, wenn man schlicht und einfach laut sagt, dass man weder Luxuslabel noch Discountern einfach glaubt. Oder wenn man sagt, den Audit-Imperien und dem TÜV schau oder hau ich auch auf die Finger. Oder wenn man eben sagt zu Verbrauchern, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Und wenn man sogar zu Politikern sagt, allein die schönen Worte reichen mir nicht. Ich habe mal rumgefragt, was eigentlich manchen Mitkämpferinnen und Mitkämpfern zu Gisela so einfällt. Dann heißt es, Gisela ist eine Frau, die nicht nur eine Utopie hat, sie ist immer ergebnisorientiert. Oder es heißt, sie ist immer ganz firm in ihren Themen und hat eine sehr große Detailkenntnis. Und es heißt, sie konfrontiert ihr Gegenüber mit der unbequemen Wahrheit und bleibt dran. Und es heißt auch, Gisela ist eine der größten Pragmatikerinnen. Sie baut Brücken, aber sie macht keine Kompromisse. Da habe ich erst gedacht, wie soll ich das jetzt verstehen? Ja? Und sie wird ernst genommen, genau deswegen, weil das alles zusammengehört. Keine Kompromisse machen, aber Brücken bauen. Wie das zusammengeht, manche haben es im Saal hier vielleicht schon mal erlebt, vielleicht auch von ihr, die sie gut kennen. Ich glaube, eins kann man schon sagen. Bei der Frage, welches Ziel am Ende erreicht werden soll, da macht Gisela Burkhardt eben keine Kompromisse. Aber im Ton und im Stil der Auseinandersetzung ist sie dann wieder ganz fokussiert auf die Sache. Da kommt es nicht nur darauf an, verbal radikal das langfristige Ziel zu bezeichnen, sondern darauf, jetzt einen Schritt zu gehen und jetzt für Veränderungen zu sorgen. Deshalb ist sie immer aufs Ergebnis fixiert, nimmt aber die einzelnen Akteure mit. Auch die in der Textilindustrie nimmt sie ernst. Das haben viele so erfunden. Denen, von denen man sagt, wie könnt ihr nur so produzieren und nicht genau hinschauen. Sie nimmt sie trotzdem ernst und gibt ihnen auch im Gespräch das Gefühl, sie ernst zu nehmen und zu sagen, ich sehe ihre Grenzen, aber das heißt jetzt nicht, dass sie gehen dürfen, sondern für Gisela Burkhardt ist es dann so, dann gucken wir jetzt mal kooperativ, wie wir denn Schritt für Schritt gehen können und wie sie das managen können in ihrem System. Und einer hat sich sogar dazu verstiegen, mir zu sagen, sie ist rollenklug. Neues Wort gelernt. Ich auch, rollenklug. Und ich sage, was heißt das? Naja, dass sie weiß, dass sie treibende Kraft ist, aber auf der anderen Seite diese Rolle auch so einsetzt, eben dieses ferne Ziel, das mittelfristig zu bezeichnen und gleichzeitig eben nicht plötzlich alleine dazustehen, sondern zu sagen, ich packe das mit Ihnen zusammen an. Dann läuft sie nicht vorweg, sondern schiebt von hinten.
und lässt sich nicht den Schneid abkaufen. Sie ist also Brückenbauerin. Sie baut Konstruktionen, über die mehrere Akteure, auch andere, die gar nicht drüber wollen, drüber gehen können, damit man ans andere Ufer kommt. Und am anderen Ufer sollte ja sein, eine andere Lebens- und Arbeitssituation für all die Frauen, die weltweit in der Textilindustrie arbeiten. Liebe Gisela, danke für die beharrliche Arbeit. Danke für das Vorbild. Danke, dass einige von uns ein Stück des Weges mit dir gemeinsam gehen konnten oder in Zukunft gehen dürfen. Danke für all die Arbeit, für die Situation von weltweit Millionen betroffenen Frauen. Dein Prinzip ist Rechte für die Menschen, Regeln für die Unternehmen. Ich denke, du bist eine würdige Preisträgerin des Anne-Klein-Preises 2016. Anne hätte sich gefreut. Acariciami en sueño el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar, y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mía. El día que me quieras, no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías. Y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas. El pájaro cantor florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mí
Zunächst möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Renate, bedanken für diese wunderbare Laudatio. Ich glaube, du hast das, was Gisela leistet, bewirkt, mit ihren vielen Mitstreiterinnen sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Auch mit bei aller Ernsthaftigkeit des Themas, auch mit ein paar erheiternden Einsprengseln. Herzlichen Dank dafür. Liebe Gisela, jetzt bist du dran. It's your turn. Komm bitte auf die Bühne. Du kriegst jetzt nämlich einen Preis. Ich möchte auch ganz gerne die Jury bitten, dann darfst du gerne mit uns gemeinsam ein Foto machen. Aber erst sollst du auch ganz für dich und ganz alleine gefeiert werden. Bitte, kommt auf die Bühne. Wir machen ein Gruppenfoto für die mit der wunderbaren Gisela. Wunderbar. Meine Brille auf. Also, ich bin ja überwältigt, liebe Barbara und vor allem liebe Renate, diese Laudatio, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Die Details, wie du das alles her hast, das würde mich wirklich mal interessieren. Müssen wir drüber reden. Ich möchte ganz kurz auch mich hier bedanken. Anne Klein hat für die Rechte der Frauen gekämpft. Sie ist ein großartiges Beispiel dafür, dass Frauen aufstehen muss, dass eine Frau aufstehen muss, kämpfen muss. Und eine Sache, die anfangs aussichtslos zu sein scheint, zum, ich will nicht sagen, Sieg. Denn vom Sieg der Gleichberechtigung der Frauen in unserer Gesellschaft sind wir immer noch weit, weit entfernt. Aber doch zum Erfolg, einem Zwischenerfolg führen kann. Anne Klein hat das erste Frauenhaus in Berlin begründet. Sie hat als Bundestagsassistentin bei den Grünen den ersten Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes vorgelegt, das die Grundlage für alles ist, was später entwickelt wurde. Sie ist als Senatorin in Berlin, hat sie daran gearbeitet, ein Bewusstsein zu wecken für die Berechtigung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen und dass dieses Bewusstsein in der Gesellschaft Raum gewinnen konnte, ist ihre Arbeit. Ihre Arbeit, ihre Haltung ist eine große Ermutigung für alle, die in diesem Kampf stehen. Denn es ist leider ein Kampf, der noch lange andauern wird. Ich möchte nicht wissen, wie oft Anne Klein verzweifelt war angesichts der Widerstände und allgemeinen Fühllosigkeit in der Gesellschaft, die nicht wahrhaben will, dass die Entwürdigung und dauernde Herabsetzung der Frauen Grundbestand unserer sozialen Ordnung ist. Aber nun will ich auch etwas sagen zum Lobe unserer Gesellschaft, und zwar auch der Zivilgesellschaft. In dieser Gesellschaft ist Wandel möglich. Es kostet viel Kraft und verlangt viel Zeit und noch mehr Geduld.
Aber wie das Beispiel von Anne Klein zeigt, er ist möglich. Es geht darum, das Bewusstsein für die zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, oft sogar Rechtlosigkeit, der Frauen überall in der Welt ausgesetzt sind, zu wecken. Und es gibt sie, die das Bewusstsein durch ihre Arbeit wecken. Ich darf auf meine verehrten Vorgängerinnen als Preisträgerin hinweisen, die in Zuständen leben, die enger, restriktiver, unterdrückerisch sind, unvergleichbar mit den Zuständen hier in Deutschland. Frauen, die oft ihre Freiheit, sogar ihr Leben aufs Spiel setzen und sich nicht einschüchtern lassen. Ich kann gar nicht laut genug meine Bewunderung für ihren Einsatz bekunden. Meine Lage ist damit nicht zu vergleichen. Ich arbeite seit fast 20 Jahren für Frauen in sogenannten Entwicklungsländern, in den Produktionsländern unserer Kleidung. Wer das Elend der Frauen gesehen hat, kann nicht so tun, als hätte das nichts mit uns zu tun. Die Frauen, die in Bangladesch, China, Kambodscha, Vietnam, Indien Kleidung fertigen, tun das für uns. Und sie tun es im Auftrag europäischer Konzerne, weil sie so wenig kosten und weil es in den Ländern kaum Umwelt- und Sozialstandards gibt. Deswegen sind sie ja da. Kleidung wird auf ihrem Rücken produziert. Dagegen bin ich nun schon seit vielen Jahren bei der Kampagne für saubere Kleidung tätig und habe auch Femnet gegründet. Und Femnet ist in drei Bereichen tätig. Wir machen einmal Kampagne und Lobbyarbeit im Rahmen auch der, vor allen Dingen der Kampagne für saubere Kleidung. Wir betreiben Informationsarbeit für die Verbraucherinnen. Renate hat es schon erwähnt, wir haben unter anderem ein Projekt an den Hochschulen, wo die zukünftigen Einkäuferinnen und Einkäufer demnächst landen werden. Wir versuchen, sie frühzeitig zu sensibilisieren für Fragen von Sozial- und Umweltstandards. Wir haben auch ein Projekt in Bonn, wo wir die Stadt beraten, weil auch die öffentliche Hand wichtig ist und ein großer Einkäufer ist von Kleidung. Solidarität durch Unterstützung von Gewerkschaften ist unser dritter Bereich. Wir haben einen Solidaritätsfonds, zu dem wir Spenden sammeln und womit wir NGOs und Gewerkschaften unterstützen, so auch Civideb in Indien, wo wir heute Parvati hier haben. Unser Ziel ist es, die Frauen bei der Durchsetzung ihrer Forderung nach einem existenzsichernden Lohn ohne Überstunden, nach dem Recht auf Organisationsfreiheit und nach Freiheit von Diskriminierung zu unterstützen. Die Fortschritte in den letzten Jahren, 20 Jahren, sind auf dem Gebiet der Arbeitsrechte leider immer noch bescheiden. Es sind kleine Trippelschritte. Mehr Erfolge gibt es im Bereich der Gebäudesicherheit und des Brandschutzes in Bangladesch. Renate hat darauf hingewiesen, Rana Plaza. Es gab unter anderem, das war nicht lange nicht ist, viele, viele Mitglieder der Kampagne für saubere Kleidung oder der internationalen Clean Clothes Campaign haben dort mitgearbeitet, dass es diesen Akkord gab. Und inzwischen haben 200 europäische Unternehmen ihn unterschrieben und 2000 Fabriken in Bangladesch wurden auch inzwischen geprüft. Und was ich besonders wichtig dabei finde, ist, die Information der Prüfung steht auf der Webseite. Sie alle können sie lesen. Zum ersten Mal wird Transparenz hergestellt. Und hier, liebe Renate, unterstütze ich auch von ganzem Herzen deine Initiative nach mehr Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Waren auf EU-Ebene. Transparenz ist aus meiner Sicht ein Schlüssel. Deshalb fordern wir auch, dass die Ergebnisse von Sozialaudits veröffentlicht werden müssen. Warum passiert das nicht? Nochmal zum Akkord. Leider ist es auch so, dass wenn der Druck nachlässt, dort sich weniger bewegt. Wir haben inzwischen erfahren, dass nur rund 30 bis 40% der Korrekturmaßnahmen in den Fabriken überhaupt umgesetzt wird. Und Einkäufer,
die das ja ursprünglich mal die großen Firmen wie zum Beispiel H&M, Mango, Aldi, Lidl oder Kick, sie alle halten nicht genügend nach und unterstützen die Fabriken nicht ausreichend, damit diese Maßnahmen wirklich umgesetzt werden. Außerdem, es wurden gerade mal 2000 Fabriken in Bangladesch untersucht. Es sind die exportorientierten Fabriken. Sie sind sicherlich auch die größten und die wichtigsten. Aber ich gehe mal von aus, keiner weiß das so genau, in Bangladesch gibt es an die 5.000 bis 7.000 Fabriken. Was ist mit dem Rest? Und weiterhin noch, dass der Akkord alleine betrifft ja gerade nur die Gebäudesicherheit, den Brandschutz. Die Arbeitsbedingungen haben sich dadurch noch nicht verbessert. Rana Plaza hat auch zur Initiative des BMZ geführt, dem Textilbündnis, das du, Renate, ja auch erwähnt hast und in dem ich mitarbeite. Und ich betone hier noch einmal, wie wichtig es uns ist als Femnet und auch als Kampagne für saubere Kleidung. Wir setzen uns zunächst und vor allem für eine gesetzliche Regelung der Unternehmensverantwortung ein, bis hin zur Haftung. Allerdings sehe ich nicht unter der jetzigen Regierung, dass eine solche gesetzliche Regelung kommt. Und das ist auch der Grund, weswegen wir gesagt haben, wir arbeiten auch an einem freiwilligen Bündnis mit, dem Textilbündnis. Und noch dazu denke ich, dass das eine das andere nicht ausschließt. Im Gegenteil, mit einem Gesetz können wir nur die Grundlage legen. Im Textilbündnis aber können wir andere Themen anpacken, wie zum Beispiel ein existenzsichernder Lohn und Gewerkschaftsfreiheit. Das sind wichtige Themen, die wir als Kampagne für saubere Kleidung und wir auch als Femnet voranbringen wollen. Ich sehe das Textilbündnis als eine vermutlich einmalige historische Chance an. Wir hatten bisher noch keinen Minister, der sich so eingesetzt hat für eine faire Lieferkette vom Baumwollfeld bis zum Kleiderbügel. Diese Chance müssen wir ergreifen und wir müssen ihm bei seinem Wort packen. Wenn sich herausstellt, das Ganze führt zu nichts, werden wir das Textilbündnis auch verlassen. Und was man aber jetzt schon spürt, ist, der Druck auf die Bekleidungsindustrie wächst. Und es tut sich einiges. Immer mehr kleine, faire Label entstehen. Man kann es zum Beispiel auch am Wachstum der Ethical Fashion Week hier in Berlin sehen. Auch bei den Anbietern. Wir hatten in Bonn einen Anbieterdialog, wo es um Dienstware, um Dienstkleidung ging. Da gibt es ein Aufwachen. Erstaunlich viele kamen zum ersten Mal und erkennen dort einen neuen Markt. Und ich denke, dazu hat möglicherweise schon das Textilbündnis beigetragen. Dennoch, es ist noch ein sehr langer Weg in einer Welt, wo der Neoliberalismus das Recht des Stärkeren mit harten Bandagen und dickem Ellenbogen behauptet und verkündet, das sei im Sinne des Wohls für alle. Aber wir werden weitermachen. Ich denke, nur eine Welt, in der die Frauen dieselben Rechte haben wie die Männer, in der die Frauen den gleichen Lohn haben wie Männer, in der die Männer nicht ungestraft die Frauen entrechten und entwürdigen können. Nur eine solche Welt hat die Chance auf Überleben. Und heute Morgen habe ich das in der Zeitung gelesen. Es ist doch unfassbar, dass es ein Gesetz gegen Zwangsverheiratungen in Deutschland gibt. Und dieses Gesetz scheint keine Auswirkung zu haben. Und jetzt aber noch mal zum Anne Klein-Preis. Dieser Preis ist eine unverhoffte, schöne und wundervolle Ermutigung für mich und meine Mitarbeiterin. Denn es zeigt sich, wir stehen auf schwierigen Posten, aber nicht auf verlorenem. Und deshalb danken wir euch von der Heinrich-Böll-Stiftung aus vollem Herzen für den Anne-Klein-Preis.
Sehr geehrte, ja. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Christine Chemnitz. Ich leite hier das Agrarreferat und ich habe die Ehre, jetzt noch ein kleines Interview und Gespräch hier zu moderieren. Wir werden das Gespräch auf Englisch führen. Deswegen alle diejenigen, die gerne eine Übersetzung hätten, würde ich jetzt bitten, einen ihre Kopfhörer aufzusetzen. So I will switch to English now so that you can understand as well. Thank you so much for giving me the opportunity and the great honor to talk with you tonight. It is a very special evening and we have already heard a lot about you, Gisela. And this is why I will directly come over to you, Parvati, to welcome you here and to introduce you to the audience. Parvati Madappa is from Bangalore. She traveled all this way to be here with us tonight, and I think this is a big applause. Thank you for coming. Thank you very much. It is so wonderful having you here. You are working, as mentioned before, with Civide, who's empowering workers and communities. And you are particularly an expert on workers' rights in the garment sector. So actually, when I went through your website, I was wondering, because, you know, already Renate mentioned it and Barbara mentioned it, most of us somehow have a broad picture and know that so many things are not going right in the sector. But what actually are those issues still, after working for such a while on these things, what are the things still threatening you most? I think the whole, if you're looking at this industry, I think it's personally and professionally, I think it's just because it's women that this industry is still in this condition. If it was men, then I think there would have been a lot of changes by now. But it's just because women are very weak, and that's one reason why this industry is not changing, or the standards are not being changed for these women. Can you tell me a little bit more about what does the situation look like? We've talked yesterday a little bit, and you've been telling me about the spinneries, and that was mentioned before as well, about some you called these very young women Sumangalis, and that was something where you said yesterday as well, this is something that makes me so angry. Could you share this with yes. the others? There is a new concept which has been framed called Sumangali. Sumangali is basically a happily married bride. So it's not child labor, but then you have children who are aged between 14. It's not directly child labor. So you're employing someone who's between the age of 14 years to 18 years, and basically they're not working, so they don't have a contract letter, because you cannot employ them, so they are taken in as an apprentice. So 3 years an apprentice. I don't know where we see that condition. So in these 3 years, they have their conditions are really, I don't know, worst, where they live in the factory premises. The factory provides hostels to them. They're not being paid salary because they have a 3 year contract, wherein in the end of 3 years they're being given the total amount of money that they've worked for 3 years, and this money is supposed to be given to them when they are married off as dowry. So the term Sumangali seems so happy and nice, cheerful, that this my daughter has to stay happy for the rest of their life, but what goes behind that is enormous amount of torture that these young girls go through, where their living conditions are so bad they don't see the outside world. They have been made to work for not 8 hours, they've been made to work for 12 hours at a stretch. 12 hours, then they sleep in the same place in the night. In the day, there is no night, no day for them. They sleep in the factory premises. They've been woken up at like 5 o'clock early in the morning or 3 o'clock early in the morning, saying that there's a huge production target. Yeah, that's basic.
in short. Okay, yeah. And as well, you've been mentioning that you're working on childcare and setting up better childcare facilities for young women. Yes, for the child. Yeah. So basically, again, there's a law in India which says that for any factory which has more than 50 women workers, they are supposed to they are entitled to provide a kindergarten or a creche facility. And here, the workers are allowed to bring children between the age group of 0 to 6 years. Okay, now let's see the reality. First thing is there are out of the 1,200 factories that are there in Bangalore, there are very few. You can count the number of factories that have this facility. And even in the factories that have this facility, we should focus that there are no children between the age group of less than 1 year and above 3 years. Parents or workers have been told by the management that there is nobody to take care of the child. We don't have education, anyone providing education about 3 years of age. So parents are forced to leave the children back in their village. There are so many children who are growing up alone between the age group of 3 and 6. Like, they go to a nearby school and come back by afternoon. And after 2:30, 2 or 3, till the time the parent comes back, they're living alone. When we see a bigger picture for women, maternity leave in India is 3 months at the moment, and nobody is willing to come back to work after 3 months. So basically, they are forced to leave their job, even though their conditions are so poor. Managing 3 meals a day is a big challenge for them, but they are forced to leave their jobs because they don't have anyone to take care of the children or to leave the child behind anywhere. And in conditions where it's really worse, they leave their child behind by themselves or back in the village where they visit only once or twice, once in 2-3 months. So, yeah. So having heard all this, Gisela, you just said, looking back 20 years, actually, we do have some changes, but particularly with the security or safety of buildings after Rana Plaza and looking at these issues. But looking at labor's rights, workers' rights, nothing or not so much has changed. Why is it so difficult to change that? If I knew it, I would change it. I would try to do something about it. I don't know. It is. You're trying to change it, but yeah, it is so difficult. Yeah, sure. No, it is very difficult because, I always would try to come back to our situation here. We are the buyers. We are the ones who have the responsibility also, because our companies, when they are going and buying, they go there because the working conditions are like this. Huh? Otherwise, they would stay here probably, and if it's cheaper here. So the responsibility lies to a great part with us in our world. We don't look so much what is really happening there. We don't see that women are suffering. And if you are wearing your clothes or if you are buying a clothes here, you don't see it in the clothes. That is a big problem. We cannot really, or that is makes it so difficult to convince people to change their buying habits, that most of them would, I think, react if there is chemistry in the clothes. And you have already had this effect partly because especially for children clothes, parents would look for this. But if you you can't see that bad working conditions are in the clothes, most of the people, they know it, they have heard it, as Renato was saying, everybody has seen these pictures on the TV, but it is still far away, and they don't just bother and think, and you don't see it personally. I think so that the government, amazing. Governments of the respective countries, does your government care? Do they talk to you? Do they come and say, okay, we need to set up other regulations? Talk to us, I think. Even if they look at us, they would want to walk away in another direction. They don't even want to enter,
want us to go in, and even before we could say that we are from a civil society, they will be like, okay, thank you. I don't think we could work with you. So they don't do anything at all. And is it particularly difficult because it's, you said, it's you think it's particularly difficult because it's women working in the sector. Why is that particularly difficult? Why is it different with the bus drivers, for example? Okay. Indian society is predominantly male-dominated. And if you look at, let me speak more about this industry, because there needs to be a lot of change in this industry. These women, in majority, out of the 500,000 workers, workforce that is there in the garment industry at the moment, most of them are women. It's 90% to 92% are women in the industry. The men who are working there, very few at the lower level, most of them are supervisors or middle management. The other thing is most of, in this industry, the women are the only one who are working at home. Their husbands, there's a high level of alcoholism that's there in the country, and most of these women's husbands are alcoholics. These women are not only supposed to go and work for 8 or 10 hours, 8 plus whatever, if they have an overtime, 8 or 10 hours in the factory, they are also supposed to come back, they're supposed to clean, cook, take care of the children. So you see, there's no sharing of responsibility at all. If you ask a man to come and help and clean and cook, they would say, it's not my job. So women are not even, when you said, the other thing when you said, why is it not the same in the case of bus driver? A man goes, even if he's going to work, he works for 8 hours, comes back, relaxes, watches TV, he has a lot of time to meet his friends, go for a drink, but women do not have this time. So even if you have, there are so many unions in India where, if it's a taxi driver's union, yes, they get their rights. Their wages are not right, they fight, they are able to get this. But women are not able to come out and have that time of their own where they could join a trade union, fight for something, get a campaign to start. They do not have this time. They have so many other responsibilities, not just working in the factory, working at home. But do you think they are aware of their rights? Yeah, it sounds, I mean, I agree with what Parvati has said, that it's for sure it has a lot to do with women being occupied so much with other things, so that they really, it's very difficult to get them organized, and you need organization in order to change something. So, your question was? I understood as that it is a lot because of not having time, not having, you know, like the freedom to inform yourself. But I wanted to know whether they the women are aware that there would be the possibility to fight. No, I think it depends. There are a certain number of women who are not aware, who don't know even their rights. Yeah, so that is still something. That's why we need to do a lot of education still. I'll just add something when Gisela says this. For example, we had a training for trade unions where workers were called for training on child care. The workers thought that the factory was being very kind to offer a kindergarten service. They did not even know that it's a mandate, the mandatory thing that the law is entitled them to have. Okay. So. Yeah, but on the other hand, I think we meet quite a lot of strong women as well. I mean, you can see outside the exhibition of these strong women from Bangladesh and Cambodia, in that sense, not from India here, but you also see women. We often here don't learn. It's not published. It is not. No one gets the information. But there are quite a number of women fighting for their rights. Yeah, but it's not so spread. So I wouldn't say that the women are not aware and no one is not organized, but the percentage is low, unfortunately. But there are also strong women who do fight. You are working together with CVDEP, if I'm informed right, with a women's workers' union. Can you tell us a little bit, maybe even both, maybe you start, about your experiences in the union? Well, this especially the union that we are supporting in Bangalore, that is GLU or MUNADE, is a pure women
union, the only one in the whole country, actually. The board is only composed of women. Men can also be a member, but not be on the board. So and these are grassroots women. And we, as Femnet, we really like to support these women, although I feel they need much more strength, they need more strategy and things like that. But we support them because we are very much convinced they are grassroots women. They all come from the factories. They have experienced the suffering. They have fought themselves. And some of them are really great fighters, and I admire their strengths and their willingness to go and to fight and to organize, and they are also very much convincing for other women. Because, I mean, if you come from the same background, no, you don't have an academic background, you come from the same worker background, and they can therefore mobilize quite a lot of women. And how does this mobilization work? And is, like, are the workers increasingly open to, for example, join this female union? Yes, actually, it makes a lot of difference when the main purpose, another main purpose that the garment labor union became, I mean, they strongly thought that it should be women on the board or women in the executive committee also, is because they think that it's always easy for one woman to talk to another woman. Earlier, this union was a part of another union where men were at the board, where they've gone through a lot of harassment and abuse through the men, like whoever was the president has. So then they split themselves. It's a really big thing. I always think that garment labor union is doing such a wonderful job because they had that courage to move away and form a union with themselves. And I think if I go to a worker's house and go and sit and talk to them, it's not easy. Nobody is actually saying that, okay, come. Maybe if you come to the country, they will say, ah, we have someone from outside, let us see and let's talk to them. But if I would have to go to a worker's house, they would not entertain me and say that, okay, come and let's talk. But then these women who are in the part of the union work so well that now I think people have started identifying them in the area. Also, they have set up a worker resource center, which means that workers can go at any time and talk about their problems. They're increasingly, they're doing something small, like, for example, not only taking factory issues, like abuse at factory or harassment at factory, they've taken a step ahead to say that, come to us and talk to us even if you have family problems. We will help you fight family cases. Like, there are a lot of physical abuses that happen in India. So we'll help you with that. We'll help you with counseling. So I think this is something which is making them more, what do you say, confident, or making them in the factories area, they've been, yeah, the trust level is increasing. So when we do studies, when we do researches, our results are so much better now, like, because of their help. They've been doing fantastically a good job. Yes. Great. And yeah, since I'm here, Civitep is very strong because of them. Yeah. Because if not for them at the grassroots level, I think our job would definitely go unnoticed. Without their help, we are nothing, yeah. How do you recruit new members? Since you told me yesterday, or like many of the workers, they can't read. It's not easy, you know, like here you would set up like maybe an advertisement in the internet or in the newspaper, whatever. How do you get in touch? What do you do? What the union does. Yeah, what does the union do? So they basically talk to women. I mean, what they do is they identify one person from the factories and then try to form smaller groups, and then they talk to them. And they of course, you are a part of a union, you have a membership fee, but the membership fee is really, really less, like maybe about 5 or 8 cents per year. It's about 1 euro for initially being a member, and then it's about 8 cents. But the difficult thing is they have no right to enter the factories. Yeah, that should be clear. They have to do the work in front of the outside of the factory, and they stand there in the outside of the factories, or they go in the communities and try to talk to the women there, where they're living. So you are in the textile alliance here, and what do you
you talk to Kik, Lidl, other big industry guys. What do they think about unions in the garment sector? Well, you can, I think you can just watch how they treat their own unions here. I mean, if I look at Lidl, and I think they have about 3,000 units, but just 7 work councils. Yeah, how do they treat their union? What do they think about unions? I mean, they don't tell me that they don't. So they don't talk about it, that they don't like it. Because they wouldn't, yeah, wouldn't have much, wouldn't make much sense. In the beginning, you said that it is very important that the consumers are more aware and that they take the right decisions and that we all, like, as consumers, think about, like, what we are wearing and what not. But it is not so easy, actually. Some days ago, I was in the train with my daughter, and I told her about tonight, and she told me about that she wants to go shopping with some of her friends, and then she said, "What do you think? Is it better if I go to H&M or H&M or to New Yorker?" And I said, "Oh well, I don't know." She shouldn't go to Berlin tonight. But what I want to understand is, what do consumers need to take better decisions? Transparency. I think they need transparency. I'm convinced if the consumer knows that a product is under which conditions a product is produced, and you can see that in the clothes, I think they would be ready even to pay more. Although I must say, fair clothes is not necessarily so much more expensive. Yeah, it is just, for me, it's not a question of money, it's a question of consciousness. So if you, for example, you can buy a simple t-shirt without anything, you get it for 10, 15 euros nowadays. Yeah, you just need to look for it. Or a little better t-shirt is about 25 or 30 euros. And if you buy a Puma t-shirt or a Hugo Boss t-shirt, you pay 100 or 80 euros. So that is a question with what do you compare it? Mm. And especially for the younger ones, I think, first of all, why do they need to buy so many pieces? Huh? You don't need to go into Primark and come out with 10 different pieces and each is just costs you 3 euro. Yeah. So they better go and buy a fair clothes, which might be a little bit more expensive, but then you also wear it. Huh? Many of them who buy at Primark, they even don't wear it. They throw it away. So I think this has all to do with a lot of consciousness raising and thinking of that others suffer for you when you buy cheap clothes. Yeah. Unfortunately, we already have to come to an end, but I would like to pose one last question to both of us, because both of you are already working since a pretty long time on these issues. And what actually gives you the hope and the power for your work? What really inspires you? I'll start with the second thing, which says, I think that change is something that cannot happen just by saying it today and then you expect change to happen tomorrow. It takes a while. But then at least we should start, no? If we don't start, then where are we heading? Inspiration is when actually people can think about all this, and That's really, if we have an audience who actually, I think about 300 people, 400 people here, or who are listening to this, if they can, if they have taken something back today, then they have a thought process. So today you can go and connect to 10 other people. So that when you see that people are really listening to what you're trying to say, that's inspiring and makes you work towards this change. Yeah. What is inspiring me? I think I have the privilege to do a job which I like.
Yeah, that is also a privilege. I do something what is meaningful, and who has the luxury to do such a thing? So that's what is inspiring me. Thank you very much. Thank you so much for being here with us, and thank you so much for coming all this way to Berlin to be with Pleasure us tonight. Thank you so much, Parvati, for being with us. It's encouraging having you here as well, and it's great to know that there are partners and that we are strong when we are working together. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir, Christine, für diese kleine moderierte Runde bedanken. Christine sagte es schon, sie ist bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung die Handels- und Agrarreferentin und macht so tolle Produkte wie den Fleischatlas. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns verbrauchermäßig auseinandersetzen. Also Verbraucherthemen bei uns spielen eine große Rolle und herzlichen Dank euch dreien. Jetzt gibt es noch mal Musik. Genießt sie. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you
noch nicht. Es wäre ganz schön, wenn Sie noch kurz bis zu den... möchten Sie sprechen? Ja, gerne. Bitte schön. Ja, mein Name ist Christiane Schnurer. Ich bin von der Kampagne für saubere Kleidung. Ich bin dort die Koordinatorin. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, der Gisela ganz, ganz herzlich zu gratulieren. Die Kampagne ist sehr stolz auf dich und wir wissen, wie viel du leistest. Wir wissen auch, dass du manchmal bis an deine Grenzen gehst. Gisela, pass auf dich auf, wir brauchen dich und herzlichen Glückwunsch. Ja, liebe Gisela, dieser feierliche Teil des Abends ist erstmal zu Ende, aber wir wollen feiern. Es gibt Essen, es gibt Trinken, wir wollen tanzen. Wir haben eine DJ für dich organisiert, damit du das Tanzbein schwingen kannst. Bevor wir aber nun uns mit dem Flying Buffet beschäftigen, möchte ich hier nochmal ganz, ganz herzlich unserer Musikerin Hannah Tiné danken für die sehr, sehr schöne Begleitung. Und liebe Ulrike, wo bist du? Ulrike Zichon ist diejenige, die in der Heinrich-Böll-Stiftung diesen Anne-Klein-Frauenpreis zusammenhält, die Jury zusammenbringt, mit vielen anderen dieses schöne Fest mit vorbereitet. Auch dir ganz, ganz herzlichen Dank für diesen schönen Abend. So. Draußen gibt es die Ausstellung, wie Frauen in Südostasien kämpfen und sich wehren. Und wie gesagt, im Haus gibt es Essen und später Tanz und Trinken. Herzlichen Dank fürs Hiersein. Viel Glück mit dem Preis, liebe Gisela. Bis später und genießen Sie den Abend. Ciao.